Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es gibt Neues von Kingdom Come Deliverance. Als erstes habt ihr bestimmt mitbekommen, das Spiel hat einen Release-Tag. Der 13. Februar 2018 ist es. Ist vielleicht noch jetzt etwas länger hin, als ich das so manche erhofft hatte, aber man hört Gutes, das Spiel ist im Wesentlichen fertig. Ab jetzt geht es um Feinschliff, um Optimierung, um Synchronisation, um Lippensynchronisation, um Animation, um Übersetzung, also Kram. Ein gutes Zeichen eigentlich, dass sie sich da wirklich Zeit lassen und hoffentlich kommt es dann in einer guten Verfassung im Februar zu uns. Dann hatten wir vor einiger Zeit die E3 und im Zuge der E3 ist ein neuer Trailer erschienen, der im Hintergrund auch läuft. Ich habe natürlich den Sound runtergedreht, damit ihr mich versteht, aber schaut euch den Trailer ruhig mal an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Lohnt sich, sehr episch und erzählt schon ein paar neue Details über die Geschichte, was wir dort erfahren werden. Also viele, viele neue Bilder dabei. Das dritte ist, und das ist jetzt das eigentliche Interessante für dieses Video, zur E3 gab es einen eigenen Pressebild, wo Journalisten das Spiel anspielen konnten. Und zwar nicht so wie wir, die Alpha und die Beta bisher, sondern ja, den Start, die erste Quest. Sie konnten ein Kampftraining machen und sie hatten so ein kleines neues Gefecht zu spielen. Und ich war nicht auf E3, ich habe dazu auch keine Videos gesehen von Journalisten, aber Warhorse selbst hat zusammen mit einem großen englischen YouTuber vor kurzem einen Livestream gemacht, wo sie diesen Pressebild auch nochmal gezeigt haben. Und dieses Video ist auf YouTube auch schon zu sehen. Das dauert ungefähr 1¼ Stunden. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch das Spiel interessiert, dann schaut es euch unbedingt mal selbst an. Sehr interessant. In diesem Video habe ich Folgendes getan. Ich habe mal all die Dinge, die mir neu waren, die Neuigkeiten, rausgezogen und so ein bisschen kompakt möchte ich euch das jetzt aufbereiten. Also wie hat sich das Spiel entwickelt? Was sind neue Infos? Das also in diesem Video. Ich sage jetzt nichts mehr Allgemeines zu dem Spiel. Es gibt auf dem Kanal zahlreiche Videos zu Kingdom Come Deliverance. Es gibt Videos zur Einleitung, wo ich das erstmal grundsätzlich vorstelle. Es gibt Videos zur Alpha, wo ich einfach durch die Welt laufe. Und es gibt Videos zur Beta, wo wir eine ganze Questreihe durchspielen. Also wenn ihr das erste Mal von Kingdom Come Deliverance hört, dann schaut euch lieber diese Sachen erstmal an. Ich setze in diesem Video gewisses Vorwissen voraus. Also lasst uns loslegen. Als erstes sehen wir hier neu im Spielmenü, wo wir aufs Inventar, auf den Questlog, auf die Map und so weiter zugreifen können. Den Codex, das ist neu, also wo historische Hintergrundinformationen zu Orten, zu Ereignissen, zu Gesellschaftsthemen, zu historischen Persönlichkeiten gesammelt werden. Das kennen wir auch aus anderen Rollenspielen, ist insofern ein vertrautes Prinzip. Wenn wir an einen neuen Ort kommen, dann gibt es hier einen Eintrag. Diese Einträge, die man hier sieht, die sind noch nicht von Anfang an alle da. Das wird erst mit der Zeit dann dort eingeführt. Ist, glaube ich, bei diesem Spiel besonders gut und wichtig, weil wir uns durchaus in einer historisch-politischen Situation befinden, Anfang des 15. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich, die relativ kompliziert war, relativ verworren war. Ich bin mir sicher, dass das Spiel selbst über die Dialoge, über die Art, wie es erzählt wird, die Basisinformationen natürlich in der Handlung mitliefert, aber weitergehende Infos sind natürlich für History Gamer besonders hilfreich und interessant und insofern gern gesehen. Sie verbleiben hier etwas länger bei Konrad Kieser. Das ist insofern interessant, weil sie da was Spannendes zu erzählen. Vielleicht mal einen Hinweis vorweg. Also er heißt, glaube ich, wirklich Konrad Kieser. In der Überschrift steht Kaiser. Meines Erachtens ist das nicht richtig, Warhorse. Wenn ihr zuschaut, guckt euch das nochmal an. Aber was spannend ist, also dieser Kieser, das war ein deutscher, ich sag mal, Militäringenieur, der experimentiert hat und geschrieben hat über Kriegsmaschinen. Und der wird im Spiel vorkommen und mit dem kann unser Hauptheld zusammen wohl ein Tribok oder eine Blide, irgendeine Belagerungswaffe bauen und die dann zum Einsatz bringen in einer Belagerung. Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. So, als nächstes sehen wir hier einen Dialog zwischen unserem Hauptheld und einem Dorfsäufer. Das ist Teil der ersten Quest. Vorweg nochmal der Hinweis. Die ganzen Animationen, Lippensynchronisation, das ist alles noch nicht fertig. Also darauf bitte jetzt nicht so viel Wert legen. Jetzt geht es um was anderes, nämlich hier erleben wir mal eine Prüfung, etwas klassisch rollenspielerisch, also eine gewissermaßen eine Probe, eine Attributsprobe. In diesem Fall kann man den Weg wählen, also Aufgabe ist es, man muss Schulden eintreiben für den Vater
ob man ihn irgendwie überredet, die zu zahlen, oder ob man einen aggressiven Weg ihn zwingt, sie zu zahlen. Und das ist jetzt mal ganz spannend, weil es hier stärker mal ins Rollenspielsystem eingeführt wird. Wir sehen jetzt erstmal, wir sehen rechts und links so verschiedene Werte. Rechts sehen wir Werte, links sehen wir Fragezeichen. Rechts, das sind unsere relevanten Attribute. Und das ist einmal unser Sprechen, unsere Sprechenfähigkeit, einmal den Eindruck, den wir vermitteln, dann unsere Stärke und ja, unsere, wie nennt man das am besten, unsere Aggressivität, unser Arschloch-Attribut, so könnte man es vielleicht bezeichnen. Die ersten beiden und die letzten beiden korrespondieren miteinander. Also den Eindruck, den man erweckt, in Kombination damit, wie man mit dem spricht, wie gut man jemanden bequatschen kann, ist relevant für die Würfelprobe. Und im zweiten ist eben die Stärke, die man hat und die Stärke, die man ausstrahlen kann, das ist relevant. Also dazu muss man sagen, dass zum Beispiel beim Eindruck vor allem auch die Kleidung eine große Rolle spielt. Wenn man sich also wie der letzte Dorfdepp kleidet, dann schindet man keinen großen Eindruck und dann hat auch so ein Überreden möglicherweise keinen großen Erfolg. Bei diesem Arschloch-Attribut, da soll zum Beispiel sowas einen Einfluss haben, ob man Blut am Schwert hat. Das erhöht also das Bedrohungspotenzial, das man ausstrahlen kann. Das klingt sehr, sehr interessant. Links sehen wir, dass wir von diesem Dorftrottel, von diesem Säufer, noch nichts wissen. Deswegen die Fragezeichen. Da sind jetzt auch ein bisschen die Gesichter der beiden vor. Da haben sie erzählt, das kann man, glaube ich, da kann man sein Wissen über diese Figur kann man erweitern, indem man erstens mit ihm über andere Sachen spricht, ein bisschen was über seinen Charakter erfährt oder im Dorf mit anderen Leuten über ihn spricht. Dann erfährt man etwas über die Figur und dann kennt man sie besser und kann dann seine Fähigkeiten besser einschätzen. Ein sehr cooles System, was wohl dann entsprechend häufig angewandt wird. Das ist sozusagen das Grundprinzip, was wir bei vielen solcher Attributsproben dann erleben werden. Als nächstes haben wir einen Blick hier auf ein Würfelspiel, das man im Spiel spielen kann. Ein Minigame, was eingebaut wurde und was auch natürlich historisch authentisch ist. Würfeln ist ja eine alte Form des Glücksspiels. Und hier wurden ein bisschen über die Regeln aufgeklärt. Sehr interessant, ich kannte das nicht. Aber man kann es heute wohl auch noch sehr gut spielen. Das basiert darauf, dass man Punkte sammeln muss. Und man kann Punkte sammeln, indem man entweder eine 5 hat und diese 5 scored. Oder eine 1 hat und diese 1 scored. Oder 3, 4 oder 5 gleiche hat oder 6 gleiche. Geht auch und dafür entsprechende Punkte behält. Man muss bei jedem Mal muss man scoren. Das heißt, man kann Würfel rausnehmen aus dem Spiel und mit den anderen Würfeln dann weiter würfeln und versuchen, wieder einen Score zu bekommen. Wenn man aber dabei irgendwann scheitert, dann hat man alle Punkte verloren, die man angesammelt hat. Insofern ist damit auch ein gewisses Risiko verbunden. Klingt sehr interessant, sieht sehr spannend aus, relativ leicht zu verstehen und wird man vermutlich dann häufiger im Spiel treffen und vielleicht dadurch seine Kasse dann auch aufbessern. Ein kleines Detail wurde dazu noch erzählt, was auch sehr cool klingt. Man kann irgendwo in der Welt wohl auch gezinkte Würfel finden, die man dann entsprechend einsetzen kann, wo dann zum Beispiel nur Fünfen immer gewürfelt werden oder nur Einsen, die dann ja höhere Punkte bringen. So, dann wird im Video ziemlich viel Kampf gezeigt. Also ich sag mal, die letzte Dreiviertelstunde sind nur irgendwelche Kämpfe. Wenn euch also das Kampfsystem interessiert, da kriegt ihr sehr viel mit. Für mich war neu, einfach einen Kampf mal mit einer Pike, mit einer Stangenwaffe zu sehen. Da wurde auch ein bisschen was über die Schwierigkeiten damit gesagt. Man kann natürlich sehr gut den Gegner auf Distanz halten, aber wenn er dann nah dran ist, dann hat man seine Probleme, weil sie sehr schwer ist und langsam zu handhaben ist. Für mich auch neu war die Information, dass der Gegner, also die KI dann, dass der ganz absichtlich bewusst auf Körperteile schlägt. Man kann ja, das Ganze hat ja ein Richtungssystem in 5 Richtungen, das sieht man an dem Stern dort in der Mitte, dass also absichtlich die Körperteile angezielt werden, anvisiert werden, wo man eine schwache Rüstung hat. Wenn man also keinen Helm trägt, dann wird der Gegner versuchen, vor allem den Kopf zu treffen und das hat sofort natürlich eine gravierende Auswirkung auf die eigene Gesundheit.
Das war mir neu und man sollte im Übrigen natürlich beim Gegner auch so agieren. Also wenn man sieht, dass der Gegner irgendwelche Schwächen in der Rüstung hat, dann sollte man die entsprechend anvisieren. Neu war für mich auch eine Anzeige beim Blocken. Also da erscheint in der Mitte dieses Sterns ein grünes Schild für eine kurze Zeit. Das zeigt euch an, wenn der Gegner zuschlägt, wann der richtige Moment für einen Block gekommen ist. Der perfekte Block gewissermaßen. Das Ganze ist aber nicht ganz so einfach, wie es aussieht, denn der Gegner hat, wenn ihr perfekt blockt, natürlich auch die Gelegenheit, euren Konter wiederum zu kontern, zu blocken. Und dann kann das immer hin und her gehen, aber die Zeit, die diese Anzeige aufleuchtet, das Zeitfenster wird immer, immer kleiner und es wird dann immer schwieriger, so einen perfekten Block hinzukriegen, sodass irgendwann jemand auf jeden Fall einen Treffer einstecken muss. So, und zum Schluss noch ein kleines Detail, nämlich hier wurde mal die Schnellreise, das Schnellreisesystem gezeigt und wir sehen, dass hier die Schnellreise auf der Karte stattfindet, was ein ungewöhnliches Konzept ist, was ich so noch nirgendwo gesehen habe. Das heißt, normalerweise hat man ja, man macht Schnellreise, dann gibt es einen schwarzen oder einen Ladebildschirm und dann landet man da, wo man hin will. Hier ist es anders, weil ja bei Kingdom Come Deliverance, auch wenn man übernachtet irgendwo oder pausiert, im Hintergrund ja alles weiterläuft. Die Figuren gehen ihrem Tageswerk nach, sie legen sich nachts zur Ruhe. Quests können sich verändern, dadurch können abgeschlossen werden, einfach durch Zeitablauf. Und dementsprechend muss ja ein Schnellreisesystem auch diesen Zeitverzug mit simulieren. Und das wird einfach dadurch gezeigt, dass man sich auf der Karte mit dieser Figur fortbewegt und währenddessen eben die Zeit vergeht. Man kann aber auch gewissermaßen ins Spiel zurückgerufen werden, wenn es zum Beispiel jetzt einen Überfall gibt, wenn man also irgendwo lang reist, wo man überfallen wird, dann kommt es eben zum Kampf und man muss den ausfechten. Das ist ein ganz schöner Kompromiss aus so einem klassischen Schnellreisesystem und ja, dem Ansatz, das komplett zu verbieten, weil man eben die Immersion nicht kaputt machen will. Auf jeden Fall finde ich eine ganz gute Idee, auch wenn ich, glaube ich, sehr, 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 sehr wenig persönlich darauf zurückgreifen werde, weil gerade bei solchen Spielen möchte ich dann auch die Distanzen spüren, die man dort zurücklegen muss. Ja, soweit. Das ist das, was ich Neues aus dem Video gezogen habe. Gibt sicherlich noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Wenn ihr Blut geleckt habt, schaut euch, wie gesagt, mal meine anderen Sachen an zu Kingdom Come Deliverance oder schaut euch das Video nochmal vollständig an. Es wird definitiv nicht der letzte Content sein hier auf dem Kanal, das letzte Mal, dass ich mich damit beschäftige. Nein, ich fiebere auch sehr dem Spiel entgegen und ich hoffe zum Beispiel, dass auf der Gamescom, dass man da auch schon mal diesen Bild anspielen kann. Würde mich freuen, wobei ich natürlich jetzt einiges schon gesehen habe. Aber dennoch, ich bleibe am Ball. Bis bald, macht's gut, euer Steinwall.